Hi Leute und willkommen zurück zu Transport Fever 2. So, zuallererst möchte ich mich für das Debakel mit der Folge Nummer 20 entschuldigen. Ich habe keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. Ich weiß es wirklich nicht. Das Problem war, ich hatte die Originaldatei nicht mehr. Und es war die fertig bearbeitete Datei, also das, was ich im Endeffekt auf YouTube hochlade, war schon korrumpiert, also das war schon defekt. Ich habe keine Ahnung wieso. Das Faszinierende war, wenn man mit der Maus über die Wiedergabeleiste unten am Bildschirmrand geht, dann waren da andere Bilder als das, was angezeigt wurde. Also ganz suspekt. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen natürlich und danke auch an denjenigen, der mir da Bescheid gegeben hat, auch wenn ich erst dachte, dass das eigentlich so passt, weil ich nur mit halbem Auge hingeschaut habe. Das zweite ist, es tut mir auch leid, dass letzte Woche keine Folge reingekommen ist oder dass ich keine hochladen habe können. Ich hatte einfach keine Zeit, was abzudrehen. Es ist mittlerweile jetzt schon über 3 Wochen her, dass ich die ganzen Folgen gedreht habe. Es ist das erste Mal 2020, dass ich aufnehme. Hurra! Naja, beim letzten Mal haben wir ja uns hier am Chelyabinsk gekümmert und ein klein wenig abgegradet. Wir haben hier noch jetzt 441 Millionen übrig. Mir ist gerade aufgefallen, dass unser Zug hier definitiv noch ein bisschen mehr Fahrzeug benötigt. Wir transportieren jetzt aktuell 96. Wir sollten gleich hier vielleicht mal reinschauen und gucken, ob wir da irgendwas machen können. Kapazität von 160. Kann ich den mal auswählen? Der ist 204 Meter lang. Okay. Cool. So, ich weiß jetzt natürlich nicht mehr so wirklich genau, was das ich eigentlich noch alles machen wollte mit euch. Aber das ist, denke ich mal, nicht allzu schlimm. Das bekommen wir schon hin. So, jetzt hoffe ich nur, dass er von der Länge her hier reinpasst. Und tut er. Sehr schön. So, genau, ein Kommentar hatte ich gelesen unter einer der Folgen, warum die Buslinien nur in eine Richtung gehen. Und eben, dass halt bei ihm in Berlin das anders ist, ja, dass sie halt in beide Richtungen gehen. Das stimmt natürlich voll und ganz. Das sehe ich ehrlich gesagt auch so, dass es in der realen Welt im Endeffekt in beide Richtungen geht. Für mich persönlich, wenn ich jetzt halt hier mir Chelyabinsk mal anschaue, ja, es warten überall vereinzelt Leute, die mitfahren wollen. Ja? Und es gibt hier, also es ist wichtig, dass eine hohe Intervallzeit da ist. Das heißt, dass viele Fahrzeuge, also oder eine kurze Intervallzeit, so ist es eher richtig. Das heißt, dass die nicht allzu lange hier warten und dass es günstig ist. Also es gibt im Endeffekt 3 Typen von Passagieren. Ja, es gibt einmal die, die schnell von A nach B wollen, eine, die kostengünstig von A nach B wollen und die dritten, die, glaube ich, überhaupt nichts von beiden oder Kombination aus beiden wollen, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt halt hier in beide Richtungen laufen lassen würde, dann würde das im Endeffekt nur die Emissionen erhöhen, aber nicht die Taktzeit, weil es 2 unterschiedliche Linien sind. Jo, deswegen ist es ein Spiel. So. Sehr schön. Hier der. Ja, der braucht auch ein Upgrade. So, Fahrzeugverwaltung. Elektrisch. Oder nehmen wir hier mal Diesel. 120 km/h. 160. 170. Was haben wir hier? Passagierwaggons. 160. 5 Stück. Den nehmen, weil der insgesamt günstiger ist. Ah ja, der passt genau rein. Schön.
Was ist hier mit den Steinen? Oh. Das ist ja noch ein Uraltzug. Den sollten wir vielleicht auch mal ersetzen. Okay, Cargo. Wie viel hast du jetzt? 6 Waggons. Hier, 108 Einheiten. Okay. Das hier und 120 km/h. Da können wir im Endeffekt eigentlich eine Diesellok nehmen. Wobei die elektrischen einfach leistungsstärker sind. So. Gut. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Haben wir jetzt halt eigentlich noch eine Stadt, die in keinster Art und Weise angebunden ist? Oder haben wir jetzt mittlerweile alle Städte angebunden? Wir haben hier noch eine ohne Bahnhof, glaube ich, gell? Ja. Hier ist noch eine ohne Bahnhof. Da sollten wir auf jeden Fall noch eine Linie hier hinbauen, würde ich mal sagen. Das machen wir doch jetzt. So, und habt ihr das neue Jahr gut überstanden? Beziehungsweise den Wechsel besser gesagt. Nein, wird sich wahrscheinlich eh nicht allzu viel geändert haben. Nur, dass es halt jetzt 2020 heißt. Man muss weiterhin noch arbeiten gehen. Jo. Bei mir war es recht arbeitsreich. Ich durfte auf einem Parkplatz stehen. Ja, für die, die es eventuell nicht wissen, ich bin in der Sicherheitsbranche tätig. Und wir waren zu dritter auf einem Parkplatz und haben geschaut, dass keine Feuerwerkskörper abgebrannt werden. Hat überraschenderweise sehr gut funktioniert. Man kann sich auch noch überlegen, ob wir nicht eventuell noch einen weiteren Flughafen hier hinbauen. Hier hinten. Ja, auf jeden Fall interessant. So, dann schauen wir mal. Okay, hier ist natürlich das gesamte, das tolle Wohnviertel. Und da werden wir es wahrscheinlich jetzt auch hinbauen. War dann etwas lauter für die Kandidaten hier, aber gibt Schlimmeres. Gut, ein Kopfbahnhof, 2,40 Meter Länge, Höchstgeschwindigkeit, Oberleitung, ja. Und tada. Konfiguration. Plattformen, Passagierplattformen. So. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Jetzt müssen wir natürlich noch schauen, dass wir hier die Straßenverbindung hinbekommen. Ich meine, die dürfen gerne angepisst sein, aber dann wollen wir ihnen zumindest auch die Möglichkeit geben, sofort im Bahnhof zu sein. Echt jetzt? Oh Gott. Das war jetzt halt wirklich auf jeden Fall beabsichtigt. Wieder 1 Million in den Wind geschossen. So, hier haben wir den zweiten. Und
So, und jetzt dürfen wir das wahrscheinlich gleich alles neu bauen. Ja. Wie ich befürchtet habe. So. Nochmal ein Haufen Flugzeuge. Wow. Wir kommen jetzt halt übrigens ins Endgame. In 15, oder in 20 Jahren ist es, glaube ich, vorbei. Dann gibt es keine neuen Fahrzeuge und kein gar nichts Neues mehr. So. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen upgraden. Ja. Okay. So, sehr schön. Gut. Hier brauchen wir ein Upgrade. Okay. So. Ich denke mal, wir werden hier ein kleines Brückchen bauen, denke ich mal. Wobei ich denke, dass wir hier zu wenig Platz für eine Brücke haben. Dann das hier mal ein bisschen zurücksetzen, bis hierhin. Okay, ich glaube, das schaut ganz gut aus. Ist zwar hier ein bisschen unnatürlich, aber das haben wir jetzt einfach übersehen. Und hier. Ah, das geht automatisch weg. Wow, dachte ich jetzt nicht. Transport Viva 1 hätten wir jetzt ein Problem gehabt. Okay. Signale. Eins hier. Okay. So. Na, wo ist es? So, ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Rechts rein, hier raus. Gut. Hier haben wir was und hier noch. Cool. Jetzt brauchen wir natürlich hier noch eine Linie von Singapur nach Suncheon. So. Suncheon, Singapur. Passagierzug. Irgendwo hier, oder? Ah ja, hier. Fahrzeug kaufen. Ja, wir haben jetzt übrigens diese Cargo-Waggons hier bekommen. Die sind das die Maximalkapazität von 20. So, Triebwagen.
220, 100. Das ist jetzt alles nicht das, was ich möchte. Passagiere. 160. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich glaube, ich will den hier. Okay. Zug 1. Sehr schön. Cobra. Okay. So. Dann würde ich eigentlich fast mal vorschlagen, dass wir hier noch ein bisschen Upgrade betreiben. Kollision. Ja, natürlich Kollision. Wisst ihr was? So, dann brauchen wir natürlich noch eine Bushaltestelle. Können wir hier hinsetzen. Okay. Die hier mag er nicht. Jetzt schon. So. Wo waren wir hier? Ich denke mal, das schaut schon mal einigermaßen gut aus. Ich denke mal, wir bauen hier noch sowas rein. Und das hier. Das schaut ganz gut aus. So. Dann noch das ein oder andere Busterminal. Ich möchte hier noch eins hinsetzen. Der soll dann hier lang fahren. Wir können dann hier halten oder Autosave. Gut. Ich denke mal, das ist für die zweite Linie voll und ganz okay. So, hier anhalten, da, 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 da und dann zurück. So, das ist Sunji Bus L2. Und jetzt müssen wir im Endeffekt nur noch ein paar Fahrzeuge kaufen. Nehmen wir hier mal 8 Stück. Sunji L2. Okay. Wie schaut es denn bei dir eigentlich aus? Wie voll bist du? Okay. Okay, Linie verwalten. So ein Abzweig. Vollladen.
denke mal, wir werden nämlich hier ein paar Fahrzeuge rausnehmen müssen. Wir haben 25. Ja, das ist viel zu viel. So. Weg. Und weg. Und. Na, du darfst bleiben. Du kommst weg. Und du kommst weg. Okay, wir müssen ja noch darüber reden, was wir jetzt in der nächsten Serie da machen. Weil ich würde auf jeden Fall gerne noch Minimum eine zweite Staffel in dem Sinne, beziehungsweise noch eine Runde einfach spielen. Was wollt ihr da sehen? Ich würde gerne einen Erfolg machen. Und zwar einen von beiden. Entweder Transport Fever. Das heißt, bis ins Jahr 2000 ohne Zug. Nur mit LKWs und Straßenfahrzeugen. Das, wo ich persönlich einfacher ist. Oder was ich als einfacher empfinde. Und das zweite wäre Train Fever. Das heißt, bis ins Jahr 2020 nur Züge verwenden. Das würde ich gerne machen. Im Setup Europa. Einfach, wir haben das jetzt hier schon gesehen und ich möchte euch noch Europa zeigen. Da gibt es vielleicht auch das ein oder andere, was ihr noch nicht kennt. Vielleicht das ein oder andere Fahrzeug. Dementsprechend würde ich das noch gerne mal machen. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Vielleicht sollte jetzt oben rechts, ich schreibe es mir zumindest mal auf, sollte jetzt ein Pop-up kommen mit einer Umfrage. Vorausgesetzt, ich vergesse es nicht. So, 21, 30, Umfrage. So, aufgeschrieben ist es. Bloß in meiner Zettelwirtschaft ist es immer so schwierig. Ich habe seltsamerweise drei verschiedene Blöcke hier rumliegen, die alle drei immer wieder benutzt werden. Naja, ich werde das jetzt hier auf jeden Fall noch weiterführen und werde diese Linie noch fertig machen. Euch entlasse ich dann schon mal, wünsche euch eine schöne Woche natürlich und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, mein Name ist Erakul. Ciao.